So, Enddings. Endkampfteil hier. Horde greift an. Nein, holt die Allianz. Cooldown. Moin, einfach kaputt. Ah, schön. Hier, da ist Mana drin. Thermo-Ausläufer, irgendwas für ihn hier. So, jetzt ist er voller Mana. Oh, da kommt aber ordentlich was. Immun gegen. Ja, und? Ist doch egal, ob die niedlich sind. Da fliegt noch was rum. Ich hol mal kurz ihn hier und setze einen Baum hier hin. Ach du Kacke. Verschobene Aura, irgendwas. Du nährst, verdammt! Du ziehst mich darauf dran, du gehst mir voll auf den Sack. Meine Fresse! Blitz, der ist am stärksten. Oh, was für mein Tank. Tja, Drogen neutralisiere. Ich weiß nicht, ob ich mich heile bis zum nächsten Mal, also nehme ich einfach den Dings noch mit und dann gehe ich raus. Ach du Scheiße, ich habe ordentlich was erhalten. Schlecht. Die Viecher werden jetzt böse Teile dann, oder was? Die ersten neugierigen Spezies, die sie fanden, wurden erfasst, ohne es zu merken. Die Auslöser strömten aus den Kratern und der dunkle Planet wurde noch finsterer. Der Primärtyp der Lebensformen auf Nocturna ist nekrogenetisch. Darkspores, die den Schatten manipulieren, die Angst kontrollieren, Lebensenergie absaugen und wieder auferstehen können. Ich meine, das Spiel ist ab 12 und ich verstehe kaum was von diesen Blabber. Also, boah, echt mal. Was habe ich denn hier nicht bekommen? Darkspore-Bedrohung rasch. Ja, wieder dasselbe. Ich will weitermachen. Ach so, ich komme gleich ins nächste. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Kann man jetzt auch den Helden wechseln hier? Nee. Na gut, dann mache ich das Level eben auch noch. So schwer wird das ja wohl nicht sein. Oha, ich bin im Dschungel. Die Zwielichtspitze. Die ersten Weltraummutationsminen auf Nocturna verfehlten diese gewaltigen Gipfel nur knapp und schlugen stattdessen in den Tälern weit darunter ein.
Zielichtspitze. Der, die, das, Computerstimme, mein Berater, was auch immer, nuschelt ein bisschen. Zielichtspitze. Und Darkspawth. Du bist ja ganz gut geeignet, glaube ich. Ein Pyro. Oder das Pyro. Ein Saugaffe. Bum, 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 bum. Du hast doch so einen geilen Helm auf, oder? Jupp. Oh, meine Viecherwaffen hier. Ha, fast übersehen. Was ist das denn? Ein Lokus? Ein Klo? Ja, manchmal lassen Darkspawns Objekte fallen. Das habe ich auch schon gemerkt jetzt mittlerweile. Mutationsbeschützer. Okay. Wieder irgendwas. Ich bin jetzt Kantenauge. Ich habe noch keinen Nekrohelden. Das gerade endet einem Wasserfall, ist aber in Wahrheit ein gekrümmter Plasmafluss, die Magnetfelder im Berginneren in dieser Form halten. Das Ding da, oder was? Sieht doch nicht schlecht aus. Ah, ich bock mich selber, wenn nichts in der Nähe ist. Schön im Baum stehen, da werde ich geheilt. Ah, ich schieß gegen den Felsen. So, wo haben wir denn hier was? Kritische Treffer. Ach, verflucht bin ich, deswegen bin ich blau. Okay, ich verfluche die Viecher. Von die Maus über einen fahren lassen, dann bufft man den einfach da an der Stelle. Das ist meine Passive überhaupt. So, ja, die Viecher freisetzen, genau. Wieder so ein komischer Stein. So, sieht aus wie eine Meteoritenabsplitterung. Hi! Phantomkanone! Ein Saugaffe. Hier geht's in eine Höhle rein. Da gieße ich mir doch glatt was ein. Was zu trinken natürlich. Ja. Ich hab nicht mehr so viel Mana. Alter, renn doch nicht so viel durch die... Fick mich am Arsch. So. Irgendwas ballert hier noch auf mich. Ach nee, das war bestimmt das Verfluchtsein. Ja, ja, ich hab's gemerkt, dass man DNA mitnehmen muss, um Sachen zu bezahlen. Das bringt, weiß ich noch nicht. Heldenwechsel nicht bereit. Ja, ja, ist ja gut. Ich werde wohl mal meinen Goliath auspacken. Meine Runde lasern.
Autsch! 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 Was sind diese Pflanzen hier? Ah! Ja! Laserzeit! Wow, der hat gesessen. Schön, wenn die alle so schön nebeneinander stehen, dann kann man immer schön durchspeisen. Mana brauche ich jede Menge. Muss mein Sage wieder aufladen. Hier nutze ich doch mal einen Kettenblitz. Das lohnt sich auch noch. Oh. Es verballert ordentlich Energie. Das erinnert mich irgendwie so an Lux von LOL, dieser Laser. Nein, nicht weghauen, nicht abhauen, nicht abhauen! Hat noch gezählt. Ich kann auch keine paar Meter mehr gehen, ohne dass man hier mal angegriffen wird. So. Ich glaube, beim Mana mit Ding irgendwie ist voll. Naja, fast. Da unten ist ein Teleporter oder ein Höhenausgang. Ein Höhenausgang. Hier ist kein Dings. Das wundert mich jetzt mal. So, also Obelisk meine ich. Aha. Haben wir eine Runde Waffen. Gott, ich habe drei Wege. Mikrotech-Übersteuerung. Boah, auch hier unten ist schon gleich Sackgasse. Ist hier irgendwie... Ups! Hoppala! Schläft ein oder schläfert ein? Also unter dem Dingen steht noch gerade irgendeine Ah! Ich sollte hier aus dem Links raus. Wo sind meine kleinen Helferlein? Treiben die sich rum. Spielen die woanders. Hier ist anderes zum Spielen gefunden. Dann kommt einer neu. Treff den doch! Schön und gut zum Fernkämpfer, aber treffen. Oh, neues Item einfach mal so aufgesammelt. Aber das gleich draufballern hier. Ah, das Levelende. So, aber hier ist doch bestimmt noch ein Obelisk. Selbst wenn nicht, man kann ja ein paar Level mitnehmen. Dann kann ich ein paar Helden anschalten. Und DNA aufsammeln und alles Mögliche. Ha, da ist er. Mikrotech-Übersteuerung. Hatte ich doch eben schon mal, oder? Hier war ich schon. Na gut, dann wollen wir das auch mal beenden. Da ist nichts weiter, ne? Ach, jetzt bin ich oben auf dem... Diese Kugeln sind Katalysatoren, die Helden einzigartige Boni gewähren. Klicke auf eine, um sie aufzunehmen. Wenn ihre Farben in den Reihen und Spalten zusammenpassen, geben sie zusätzliche Boni.
Also ein Item sozusagen, oder was? Ja, wieder rumgemetze hier, so ein bisschen Zero Sam-like. Blitz mal euch. Au, die explodieren ja. Bum, 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 bum. Hi, Bomb. Oh, schon tot. Himmelsbiest-Besatz. Himmelbesatz. Himmelsbiests habe ich gelesen. Entweder ist das verdammt einfach mit dem, oder das wär, der war jetzt nicht sonderlich schwer. Horde besiegt. Das ging überraschend einfach. Oh, ich war aber schneller anscheinend. Ja, Bedrohung etwas schneller abgeschlossen. Meine Belohnung abholen. Achtmal Gold schon. Neue Objekte. Da muss ich doch gleich mal meine Transfektionsanlage. Oder nee, ich brauche erstmal einen neuen Helden. Ich habe ja. Neue XP-Optimierungen jetzt verfügbar. Ja, neue Upgrades. Geisteskraft, hm. Projektilgeschwindigkeit mit Nahkämpfer ist ziemlich sinnlos, denke ich mal. Verwerfen. Ich werde das jetzt nicht aufnehmen mit. Also ich werde jetzt irgendeinen Helden freischalten, darf ich ja. Schön, neue Helden verfügbar. Also, gehen wir wieder zurück. Alle, die hier so blau leuchten, kann ich nehmen. Die roten, da brauche ich Stufe 5 für. Okay. Ich würde gerne, um es zu komplettieren, so ein Pseudo-Helden, entweder so ein Pseudo-Helden oder so ein Genetik-Helden nehmen. Nahkampfangriff. Der ist nicht so nicht stark. Noch so ein Verwüster, den brauche ich mir jetzt nicht mehr. Du bist auch ein Verwüster. Was bist du? Wache. Du? Auch ein Verwüster. So ein Giftklinge, Schurke oder sowas. Aber ich würde gerne sowas hier nehmen. Aber da gucke ich jetzt mal nach Stats. Der hat das, das, das. Der hat nicht so viel. Dann nehme ich den hier. Und nehme ihn auch mal mit rein. Dafür werde ich mal meinen Goliath mit rausnehmen. Sieht ja schon ganz lustig aus.
So, und jetzt werde ich wieder bearbeiten. Aber wie gesagt, das nehme ich jetzt nicht mit auf, weil das, ich habe ja mal keine gute Leitung. Sonst würde ich es mit aufnehmen, aber da ich meine Leitung abkackt, werde ich hier eine kurze Pause machen und werde den Heini hier bearbeiten.